Gelenkschmerzen, was tun? Ja, Gelenkschmerzen sind nicht nur sehr unangenehm, sondern können mitunter auch gefährlich sein, wenn sich Entzündungen zum Beispiel auf den ganzen Körper ausbreiten. Ich bin Iridologin und Naturheiltherapeutin Anita Seehofer und begleite Menschen ganzheitlich, das heißt sowohl bei körperlichen als auch bei psychischen Problemen. Ja, man sollte erst einmal abklären, wo überhaupt die Ursache für die Gelenkschmerzen liegt. Arthrose, Arthritis, Osteoporose, Rheuma, Gicht oder manchmal kommen die Schmerzen ja auch von der rundum liegenden Muskulatur, die sich entzünden oder verspannen kann. Ich selber gehe ja schon fast 30 Jahre nicht zum Arzt, die meisten wissen das, weil ich meinen Körper selber im Laufe der Jahrzehnte gut kennengelernt habe und mit einigen Methoden wie zum Beispiel der Iris-Diagnostik arbeite und sehe, was mir fehlt. Aber wenn du erst einmal alles mit deinem Arzt abgeklärt hast und sich die Schmerzen noch immer nicht gebessert haben, dann kannst du auf jeden Fall einmal deinen Vitamin D3-Spiegel erhöhen. Denn ohne Sonnenvitamin D3 und dem ergänzenden Vitamin K2 sind aus meiner Sicht alle weiteren Maßnahmen erfolglos. Wenn ich selber Gelenkschmerzen hätte, würde ich auch noch OPC für die Durchblutung der Gelenke und Knorpeln einnehmen und natürlich MSM, den natürlichen Schwefel, den der Körper im Normalfall selbst herstellt, mit dem aber fast jeder Mensch unterversorgt ist, der zu wenig Rohkost isst. Schwefel brauchen wir aber für unsere Knochen, Gelenke, Bänder und Sehnen unbedingt. Ja, auf jeden Fall würde ich noch Magnesium dazu nehmen. Magnesium ist nicht nur an verschiedenen Stoffwechselvorgängen im Körper beteiligt, sondern es entspannt, auch bei Krämpfen und es stellt im Körper auch Kalzium her. Mit großem Mangel, also wer großen Kalziummangel hat, würde ich raten, eine Weile Kalzium pur zuzuführen. Wer Kalzium schwer aufnimmt, kann homöopathisch mit Kalziumphosphoricum verstärken. Homöopathisch würde ich eventuell auch bei Gelenkschmerzen mit Colosyntis und Berberis vulgaris D4 versorgen. Fürs Kniegelenk auch Colchicum in einer Viererpotenz zum Beispiel. Das ist die Herbstzeitlose, mit der ich schon viel gute Erfahrung gemacht habe. Äußerlich würde ich DMSO auf mein Gelenk auftragen. DMSO setze ich bei fast allen Schmerzen ein. Unbedingt die Haut vor der Anwendung gründlich reinigen, weil es eine sogenannte Taxiwirkung hat. Es zieht tief ins Gewebe ein und nimmt alle Wirkstoffe mit in die Blutbahn. Aber natürlich auch alles andere, womit es in Berührung kommt. Das heißt, aufs feuchte DMSO auch keine farbige Kleidung, sondern unbedingt vorher trocknen lassen. Über DMSO werde ich aber noch ein eigenes Video aufnehmen, weil es so ein wunderbares Mittel für mich ist. Ich habe damit Schmerzen nicht nur einmal, bereits in ganz kurzer Zeit verschwinden erlebt. Auch Grünlipp Muschelextrakt und Hyaluronsäure tun den Gelenken gut. Aber viel besser ist es immer, etwas Schädliches wegzulassen, als zu viel Hilfreiches einzunehmen. Zucker zum Beispiel, sind wir wieder bei diesem Thema, ist ein reines Gift für die Gelenke, weil Zucker den gesamten Körper und natürlich auch die Gelenke übersäuert. Ich habe mir vor Jahrzehnten bei einem Unfall mein Großzehengrundgelenk schwer verletzt. Es war damals die Hochzeit sozusagen in meiner Tanzlaufbahn und ich habe es leider nicht geschafft, mein Gelenk zu schonen, habe also unter furchtbaren Schmerzen weitergetanzt und das ist nie richtig ausgeheilt.
Dazwischen habe ich es natürlich mit eigenen Behandlungen versorgt und ich habe Nährstoffe genommen, homöopathische Mittel und APM-Anwendungen gemacht. Ich habe das Gelenk dann vor etwas mehr als 10 Jahren noch einmal röntgen lassen und einem bekannten Facharzt gezeigt, weil ich echt überlegt habe, es operieren zu lassen. Der Arzt hat den Kopf geschüttelt, wie er die Röntgenaufnahmen gesehen hat. Und er hat gesagt, ja, er kann sich gar nicht vorstellen, dass ich überhaupt mit dem gehen kann. Ich habe ihm erzählt, dass ich eigentlich schmerzfrei bin, nur nicht mit hohen Stöckelschuhen, die ich für mein Tanzen brauche oder wenn ich Zucker esse. Er hat mir gesagt, er wird das nicht operieren, weil er mir nicht garantieren kann, ob ich danach noch normal gehen kann. Er hat mir zu meinen Behandlungen gratuliert und hat gesagt, ja, das haben Sie wirklich gut hinbekommen. Ja, ich habe wirklich allerlei Sport damit gemacht, bis zum Kampfsport mit teilweise 20 Kilo schwereren Männern. Da ist mir auch einmal ein ziemlich schwergewichtiger in einer unglücklichen Haltung draufgesprungen. Das möchte ich, ja, dann möchte ich nicht mehr dran denken. Doch das Gelenk hat sich sogar nach dieser Aktion mit meinen Behandlungen wieder regeneriert. Aber ich spüre es sofort, wenn ich nasche. Es ist zu meiner Antenne sozusagen geworden, denn es zeigt mir deutlich, was mein Körper braucht oder was er nicht braucht. Ich behaupte also aus meinen Erfahrungen mit vielen Menschen und aus denen mit mir selber, dass Zucker reines Gift für die Gelenke ist. Probiert es einmal 2 bis 3 Monate selber aus, ohne Zucker, und ihr werdet es erleben. Ebenso würde ich Milchprodukte weglassen, weil Milch den Muskeltonus erhöht. Das heißt, es kommt zu Verspannungsschmerzen rund ums Gelenk. Ja, das kann man anders nicht verhindern. Aber ich bin sowieso schon vor Jahren auf Soja, Hafer, Reis oder Kokosmilch umgestiegen. Die schmeckt auch viel besser und wir brauchen sie nicht den Tierbabys wegzunehmen. Auf der seelischen Ebene würde ich mir bei Gelenkschmerzen immer anschauen, ob ich vielleicht versäume, auf mich selbst zu hören. Ob ich vielleicht zu viel auf die Meinung anderer Wert lege. Ob ich gerne die Schuld für alles auf mich nehme, die ewige Opferrolle einnehme. Und ob ich vielleicht zu viel an der Oberfläche dahinkämpfe. Und vor allem auch, warum mache ich das? Denn in diesem Fall ruft das Leben über die körperlichen Symptome zu einem Umdenkprozess auf. Wenn du möchtest, kann ich dir dabei gerne helfen. Das letzte noch wichtige Thema für die Gelenke ist natürlich Bewegung. Denn ohne Bewegung könnt ihr euch vorstellen, da verrosten die Gelenke sozusagen. Es fehlt ihnen an Schmiere und Beweglichkeit. Tatsächlich, in unseren Gelenken bildet sich die sogenannte Gelenkschmiere, die durch Bewegungsmangel einfach weniger wird. Sport und Bewegung natürlich, aber immer in dem Maße, wie es die Schmerzen und der Entzündungsgrad zulassen. Die 10.000 Schritte, von denen ich schon mal erzählt habe, durchschnittlich am Tag wären natürlich großartig und das ist fast für jeden umsetzbar. Das Tempo muss man natürlich für sich selbst herausfinden. Wenn Gehen nicht mehr funktioniert, dann vielleicht Radfahren oder Bewegungsübungen auf einer Matte machen. Sogar im Bett kann man ein paar Übungen ausführen. Das macht meine Mutter noch mit 99 Jahren sogar. Ja, das alles kann man also bei Gelenkschmerzen berücksichtigen und ich wünsche euch jetzt viel Erfolg damit. Wenn ihr noch mehr zu diesem oder einem anderen Thema von mir erfahren möchtet, abonniert meinen Kanal, schreibt mir unten in den Kommentaren eure Fragen oder Anregungen oder bucht ein Gespräch bei mir in der Praxis. Alle Infos findet ihr unter www.gesund-im-augenblick.at.
Alles Liebe, bis bald.